Rakete Oh! kommt. Wäre Spanisch, du wolltest gerade sagen. Einfach all in. Oh Gott, Musketier ist auch Oh, am du Turm. holst es, du holst es. Jetzt kann ich Also ein alles gut Doppelbandit, den ich auf einen umspielen. zukomme mit Level 6. Schon bedrohlich. Wunderbare Skelette. Ja. Ah, Scepter Ja, ich weg. bin voll Heißgeist massiv tot, aber rübergezogen. meine. Alter. What? Meine Minion holen und dann ist das Game vorbei. Hat er so stark gespielt. Hat er so stark gespielt. Ja. Obwohl, obwohl. Warte, warte. Moin Leute, Trimax hier. Wir befinden uns im nächsten Expertenduell und so viele Leute hatten sich ein Free-to-Play-Expertenduell gewünscht, wo Decks gespielt werden, die man auch ohne Legendary Cards Level 5 meistern kann oder auch ohne krass gelevelte Epic Cards. Einmal mal den Suchteffekt gegen den Niklas. Suchteffekt ist so, also mit hundertprozentiger Sicherheit der beste deutsche Minenwerferspieler, vielleicht sogar auch der beste Minenwerferspieler international. Es kommt niemand so hoch wie er regelmäßig in die Top 50. Dann haben wir noch dabei den Niklas, einer Jo, der moin. besten Schweinereiterspielern auch weltweit. Er schafft es auch immer wieder in die Top 70, Top 50 weltweit mit einem Schweinereiter-Deck. Und das Besondere dabei ist, sie spielen beide Free-to-Play-Decks. Sie spielen halt gegen Mega-Ritter Level 5, gegen absolut gemaxte Accounts und sie chillen einfach mit Common und Rare Cards. Hier sehen wir einmal das Deck von Suchteffekt, das wird er spielen mit dem Minenwerfer. Hier ist jetzt ein Holz dabei, jetzt denke ich bestimmt ohne Legendary, da ist das nicht so wichtig. Die kann man auch auf Level 3, Level 4 haben, das macht nicht den größten Unterschied. Da sehen wir das hier einmal, also so richtig basic, einfach so Ritter, Bogenschützen, Kobolde, Pfeile, das ist halt sehr free to play. Dann haben wir das Deck von Niklas, der wird zwei Decks spielen, der wird da hin und her switchen, was am besten funktioniert. Einmal das Deck, hier ist jetzt zwar auch eine Epic Card drin, aber der Tornado ist egal, der zieht immer gleich stark. Den könnt ihr auch unterlevelt haben, verglichen zu den anderen Karten, solange eure Win Conditions in Ordnung sind. Das ist das erste Deck, das ist das zweite Deck. Hier haben wir Holz auch wieder dabei, wieder das gleiche. Das kann auch unterlevelt sein, macht nicht den größten Unterschied, solange zum Beispiel Schweinereiter auf einem soliden Level sind. Diese Decks werden gespielt, sie werden gegeneinander antreten im Expertenduell. Beide befinden sich gerade auf circa Platz 400, der eine auf Platz 411, der andere auf Platz 420. Zwei Trophäen Unterschied. 15 Games werden sie machen und wir schauen, wer von den beiden höher kommt. Der Gewinner kriegt zwei Super Magical Chest, wahrscheinlich kommt da noch ein bisschen mehr dazu, das sehen wir dann. Ich habe übelst Bock drauf, das sind beides Decks, die wir sehr, sehr lange nicht im Stream hatten. Sie werden sich jetzt natürlich überwiegend aufs Game konzentrieren, ich werde aber auch sehr viele Fragen stellen, es werden Tipps kommen, wie man diese Decks meistern kann. Weil ich denke mal, die meisten Zuschauer sind auf der Suche nach solch einem Deck, weil die meisten auch keinen Mega-Ritter oder Bandite-Nachthexe Level 5 haben, ist ja ganz, ganz klar. Niklas fängt an, ihr macht beide 15 Games. Ich bin gespannt, wer höher kommt. Kannst das erste Game beginnen? Ja, ich denke mal, ich spiele jetzt erstmal mit dem Kanonendeck. Ah, okay, ich habe einen Gegner. Gegner doch haben schneller. Wir's. Ich spiele gegen Naye. Den Account hat Vendetta früher gepusht. Okay. Aber jetzt glaube ich nicht mehr. Oder er schreibt Wow, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, gucken wir das mal an. Okay, er startet mit der Elixierpumpe. Er startet mit der Pumpe. Ich habe keinen, keinen guten Cycle. Ich habe keinen Hock in der Rotation. Hock war halt die letzte Karte. Normalerweise gehe ich halt direkt aggressiv mit dem Hock, wenn der Gegner pumpt. Ja. Kommt mal ein Holz dazu. Überlebt ein Skelett überlebt halt. Das ist halt schon Schaden, ne? Startest du immer so? Naja, normalerweise starte ich mit dem Hock. Aber. Hat funktioniert. Eisroll im Skelett macht auf jeden Fall einen guten Job. Warum spammt der denn so krass? Okay. Ich glaube, ich bin mega nett. Also kann schon. Das ist echt eine Kombination. Diese Kanone-Musketier in der Schweinereiter-Kombination. Da spielt man ja schon so lange. Ich muss ganz ehrlich sagen, so oft sehe ich die Decks gar nicht mehr. Oh, sehr krass, wie das Musketier noch ganz knapp überlebt. Schweinereiter kriegt einen Hit raus, aber er hat die Elixierpumpe. Ich habe keine Ahnung, was er spielt. Ich auch gar nicht, also einfach. Aber ich spiele auch großen Spell. Ein Pumpendeck und der Minipacker dann in dem Deck. Minipacker kontert halt ganz gut weg. Ja. Ich kommt halt auf seine Win Condition an. Wenn er drei Muskis hat, soll das ganz gut klar gehen. Wenn er einen Mega Knight hat, ja. Bin auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Zwei Elixierpumpen hat er auf dem Feld, das ist schon mal ordentlich. Jetzt frierst du noch seinen Riesen einer. Oh, okay, jetzt sind die drei Musketiere. Selber ein Musketier gebracht. Wunderbar. Oh, greifst nice. Du dann noch sein Musketier an.
krasses Eisgeist. Krasser Eisgeist, läuft. Alter, oh, wie du dein Musketier verteidigst. Alter, das war ja ein richtig geiler Play. Du hast keinen Schaden kassiert. Ich dachte, dein Turm fällt. Was hast du mit ihm gemacht? Oh, ich liebe diesen Text. Oh, okay, das war nicht gut. Ich habe nicht gedacht, dass er seine drei Muskis wieder ready hat. Ah, okay. Die Defense war richtig geil. Also zum Zuschauen finde ich die Decks immer sehr nice, aber selber spielen kriege ich das nicht ganz so hin. So läuft es im besten Fall. Da kann man sich auf jeden Fall was abgucken. Das ist ein ungewöhnliches Deck, was er spielt, ne? Elixierpumpe, Giant und drei Musketiere. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Minionschmerzen. Ja. Nächstes Musketier am Start. Das kriegst du auch locker abgewehrt. Lol, du hast dein Musketier noch verteidigt. Target hat 0 gesetzt. Krass. Ich werde jetzt, denke ich mal, einen Hotkit kriegen. Mehr wird, denke ich mal, nicht drin sein. Oder gar keinen. Aber. Ein Hit kommt raus. Sein Riese ist jetzt schon tot. Du hast drei Musketiere auf dem Feld, obwohl du nur einen, obwohl du die gerade gar nicht dabei hast, die drei Musketiere. Super schnell durchgecycelt. Der Schweinereiter tankt für das Musketier auch nochmal nice. Holz predict. Ja, nice. Ein Hit kommt. Musketier ist auch noch mit da. 37 Sekunden noch zu spielen. Jetzt will man natürlich die Feuerwelle auf den Turm bringen. Nach Möglichkeit. Das ist ja krass, wie viel Value du jedes Mal aus dem Musketier da rausbekommst. Oh, nice. Dass da Feuerwehr fliegt, Holz kommt, reicht das? Ja, Leute, okay. Alter. Jo, GG. Gleich das erste Game hat mir sowas von gefallen. Richtig, richtig nice Defense. Man hat es lange nicht mehr gesehen, einfach Musketier und Kanone, aber du hast es ja optimal gespielt. Kriegst du das immer so gut hin, das Musketier so lange zu verteidigen? Ich hatte Glück in der einen Situation, dass dass der Eisgeist genau auf die Minions gesprungen ist, ja, wodurch die geslowt wurden und das Musketier alle killen konnte und der Eisgolem. Und dann habe ich ein Holz geschmissen, um den Minipacker wegzuholzen und habe noch die Kobolde hinten dran getroffen. Also er hat mir sehr viel Value gegeben. Gekillt werden und das Musketier halt auf einem bestimmten Level auch. Ja, okay. Ich habe einen Gegner übrigens. Mal gucken, was er spielt. Und die Bogies kannst du hinter dem Turm splitten, dann kann er maximal 1 treffen und kriegt nicht wirklich viel Value. Ja. Bei dem Musketier, wenn er das One-Hitten kann, wenn es unterlevelt ist, dann kriegt er halt enorm viel Value. Ah, okay. Gutes Match. Oh, jetzt sind wir hier Schweine-Cycle-Deck gegen Lockbait. Wie bist du dagegen? Ich denke, es wird ein Draw, wenn er es gut spielt. Okay. Und generell Lockbait-Deck einen leichten Vorteil oder Schweinereiter? Wen siehst du da leicht in der Favoritenrolle vom Deck her? Ich kann halt die Logs total schnell cyclen, das fällt mein Vorteil. Ja. Okay. Ich denke mal, ich habe den Vorteil, aber wenn er es gut spielt, kann er auf jeden Fall einen Unentschieden rausfinden. Mhm. Ich habe halt keinen Zap oder Lightning zum Resetten seines Infernos, das heißt, er hat halt eine sehr starke Defense. Stimmt, du hast auch eine fantastische Defense gegen ihn. Einfach Feuerbälle gegen die Prinzessin, Holz aufs Koboldfass. Ziel beim Lockbait-Deck ist ja, das Holz irgendwie zu outcyclen oder rauszubaiten, aber du bist ja so schnell wieder am Holz. Ja, mein Psyche ist 2,6 und seiner ist 3,3 dadurch. Okay. Wenn jetzt, ja, er hat. Ja, sein Inferno kriegt halt enorm viel Value, weil ich nichts habe, um den halt direkt zu distracten. Stimmt. Eigentlich hat man doch immer noch was mit dem Reset gespielt, mit dem Lightning oder mit dem Zap. Das hat man jetzt ja gar nicht mehr drin. Spielst du nicht so oft gegen Inferno-Türme? Nee, hat stark abgenommen, ne? Infernos, also Lockbait-Deck sieht man momentan eigentlich relativ oft. Das ja, aber mit einem Inferno-Turm nicht so oft, oder? Naja, in Lockbait ist ja meistens auch der Inferno dann drin. Also ja, okay. Nur in wenigeren Varianten nicht. Das läuft auch. Also ihr seid beide in der Defense, macht da gar keine Fehler, ihr habt ja noch gar keinen Schaden kassiert. Bis hierhin. Jetzt hast du die Prinzessin mit dem Holz gekillt? Ja, kann ich machen. Kann ich mir erlauben. Okay. Schon wieder am nächsten Holz dran. Du kannst predicten, ja. Einfach eine Kanone. Kann man auf jeden Fall machen. Ja, wie gesagt, also du siehst halt, warum ich meinte, dass ein Draw wird. Jetzt wirft dein Robot fast hinten mit weg. Alter, wie einfach alle Zauber, die ihr alle auf deinen Turm werft. Ja. Das sieht aber momentan nicht so gut aus. 20 Sekunden, da sind wir schon in der Verlängerung.
Das. Oh, kein Hit. Alter, das ist ja. Das ist ja. Jetzt hast du sogar noch einen Feuerball geworfen. Gegen den Inferno-Turm. Ja, das war jetzt eher weniger gut von ihm. Sehr krass, wie du wieder das Musketier verteidigst. Du hast ja so viele günstige Karten, ist ja schon wieder das Holz durchgezeichnet. Das Musketier lebt immer noch. Alter, das ist ja krank. Das ist jetzt das zweite Game schon wieder. Rakete kommt, trifft den Schweinereiter nicht und die Musketiere auch nicht. Holzpredikt kommt. Oh mein Gott. Nein, was war das für eine Rakete? Aber er hat ja gar nichts getroffen. Nee. Keine Muskis, kein Hock. Der wollte alles treffen, hat nichts. Okay, also das Musketier wieder optimal verteidigt. Richtig, richtig nice. Er hat die Rakete so krass reingefällt, hat bis dahin solide gespielt. Dann ist es natürlich ein Sieg. Alle schreiben hier Chief Pat. Sehr gut. Ist ja eher Bandits und... Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Big Spin hat jetzt einen Max Bandit. Den hat er vorhin gemaxt. Echt? Ja. Das ist krass. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich finde es krass, dass du einfach die Musketieren spielst. Die hat natürlich keinen Stun beim Landen und kann nicht stunnen und nichts, aber einfach soliden Schaden über eine große Range. Wir haben gesehen, wie krass du das ausnutzen kannst und dass du dann die Karte favorisierst, finde ich auf jeden Fall nice. Er spielt Golem für Muskis. Mit Double Minion. Golem 3 Musketier-Deck? Jo, mit Double Minion. Wie sieht's da bei dir aus? Totale Hardkonte. Das ist natürlich nicht so gut. Aber gut, auch das kommt vor. Doppel. Du hast halt noch kein Zap und kein Nado. Ja, mit dem anderen Deck würde ich gewinnen, aber so. Es ist halt. Es ist sehr. Er muss schon sehr arge Fehler machen. Er hat gerade einfach dein Musketier gesetzt hinterm Eisgolem. Ja, damit er wieder bei den Goblins ist und das Musketier tracken kann. Also ich glaube jetzt einfach nur zum Cycling. Ne? Hat der auch eine Pumpe dabei oder nicht? Ja, hat er. Das Gute ist, wenn ich ihn so sehr gepressured bekomme, wie es gerade läuft, dann habe ich vielleicht Glück, dass er. Ja, ich habe ihn, glaube ich, erzeichnet. Er will drei Musketiere setzen. Boah, das ist dieses eine Skelett noch dazu, ne? Der Turm ist down. Wäre der auch ohne Skelett down gegangen? Nee, nicht ganz. Ich glaube, der wäre so mit 200-300 HP stehen geblieben. Ja, das bringt halt richtig was. Ein Skelett. Übel. Aber es sieht trotzdem nicht gut für mich aus, muss ich sagen. Er hat den totalen Hardkonter. Ich zeige jetzt schon mal Kanonen durch. Da bin ich gespannt. Das ist jetzt eine richtig tricky Situation. Oh, sehr stark. Krass, jetzt killst du seine Minion-Horde. Log ich hier einmal, damit der Turm auf. Ja, der Turm ist down. Kann ich nichts machen. Der Hardkonter. Boah, das tut ja richtig weh, sich anzuschauen. Jetzt kann er mit Dings Free Musk gepunished. Obwohl du kannst cyclen. Oh! What? Das ging fix. Ja, und jetzt kommt der nächste Golem. Also jetzt kommt der nächste. Was hat er für einen großen Zauber dabei? Kein. Ah, okay. Nur noch Zip. Aber er hat Rambok und jetzt noch Goblin King. Den Turm muss ich fallen lassen. Hilft nichts. Boah, das. Oh Gott. Ich spiel jetzt hier mein Eisgolem, falls er mit den Dremuskis kommen will. Sehr motiviert, meiner Meinung nach. Okay, nice durchgecycelt. Ich dachte schon, das könnte das Ende sein. Kannst du schaffen, mir ein Unentschieden zu erzwingen? Unentschieden wird sehr schwer. Okay, dann okay. Ja, vielleicht panisch, wollte ich gerade sagen. Einfach all in. Oh Gott, Musketier ist auch am Turm. Wo holst du es? What? Alter, was war das denn? Ich habe leider keine Kurzbeschreibung für da. What? Jo. Meine Amazon Echo meldet sich. Oh nice, GG. Alter, das war so ein geiles Game. Alter. Holy shit. Als ob du das noch holst, wie krank. Digga, habt ihr die Alexa im Hintergrund gehört? Was hat die da geschrien? Alter, das war ein krasses Game. Alter, das war so ein geiles Game. Ich hab einfach total erschrocken, die Hintergrundsache. ultra nice. Du hast einfach Eisgolem, Schweinereiter, Musketier in den Turm gepackt und ist einfach komplett umgefallen. Ich bin im Kampf.
Okay, ja. Erstmal Rocket immer pumpen setzen. Die kommen dann noch rechtzeitig, dass dann noch keine Elixier generiert wird. Ja, ich setze immer schön nach vorne, dass es halt nicht nochmal close wird. Ach, die muss man schön weit nach vorne setzen, dann ist sie schneller, landet sie schneller? Ja, wenn man, keine Ahnung, Elixier gerade zu wenig hat oder so. Ah, die keine Pumpe generiert. Krass. Das hat auf einmal nie was gehört. Und was spielt der? Okay. Oh, okay. Ja, schlechter Spieler. Ja, er spielt Double Minion, ekelhaft. Ist Packer Double Minion? Hm. Hab ich heute schon dreimal oder so gespielt. Eieiei, okay. Zwei Hits hast du mit dem Minenwerfer trotzdem rausbekommen. Ja, trotzdem. Das ist ein schweres Matchup. Ja. Packer Double Minion. Wo das eine Minion überlebt, da ist ein bisschen ätzend, wenn der aber... bekommt, ne? Nee, der ist down. Hoffentlich ist es nicht Double Minion. Hier fragt ein Zuschauer, wer Suchteffekt sei. Noch nicht gehört. Suchteffekt ist der beste deutsche Minenwerfer-Spieler, vielleicht sogar international auch der beste Minenwerfer. Nee, international nicht. Sicher? Der ist wahrscheinlich, also. Ich guck immer mal, ist es kein Minenwerfer-Spieler so weit oben wie du? Nee, es gibt Level ein, 12er. Zwei Franzosen, die sehr stark sind. Es gibt einen Level 12er, der ist Retaliation. Ja? Der war ah ja, 12er. Retaliation ist ultra krass. Der ist unnormal. Na, okay, ich sag mal dann im Ladder-Push. Die sind dann wahrscheinlich eher in Turnieren oder so unterwegs. Nee, der war als Level 12er, ja? Mit 12er Commons, war der Top 100, glaube ich. Mit 12er okay, Commons das klingt, Level 12er. Das klingt stark solide. Ja, Double Minion. Da mit laufen die Pfeile auf jeden Fall. Okay, ist ja auch egal, wer der Beste ist. Auf jeden Fall ein verdammt guter Minenwerfer-Spieler. Einer der Besten, das kann man auf jeden Fall sagen. Ist schon länger bekannt in der deutschen Szene auf jeden Fall. Hatte ja dann auch auf der Gamescom bei meinem Turnier mitgemacht. Welcher Platz wurdest du nochmal? 5 oder so. Da habe ich halt die letzten beiden Games verloren. Ah, okay. Da warst du dann ja auch am Start. Oh, was hat er? Alter, das ist... Oh mein Gott, die Rakete! Ich glaub, du hast ihn, oder? Der Mini vergreift echt den Turm an. Eisgeist nochmal. Oh, unglücklich. Ja. Oh, das war unglücklich. Hätte der Eisgeist da nicht den. Hätte der Eisgeist den Packer eingefroren, hättest du noch einen Hit rausbekommen, ne? Ja, nice, jetzt hab ich ihn. Aber was macht der denn? Oh, der connected. Der kommt zu spät! Ja, und meiner fällt auch. Und der Sepp, also der Sepp. Hat ihr den Sepp gesehen? Ja, der war einfach nur. Ah, fuck, er bringt sich am Kobold. Ey, das waren ja sehr viele Missplays auf einmal von ihm. Ja. Gut, meine Entsendungsdauer in der Defense ist auf jeden Fall auch recht lang. Das unterschätzt man. Ich unterschätze immer wieder. Jetzt werde ich wieder die Frühmaske versuchen, so zu belegen mit dem Ritter. Ja, klappt. Wow. Wann fängst du an, Raketen auf seinem Turm zu cyclen? Das brauche ich in dem Game gar nicht. Brauchst du gar nicht, okay. Der Minion ist echt... sind ja damit Elektrim. Oh mein Gott, das ist ja krass, wie du den Minenwerfer verteidigst. Jo, nice. Da muss er noch Holz werfen. Das ist halt schon heftig. Der spielt den Packer und schafft es nicht, den Packer da an deinen Minenwerfer connecten zu lassen. Rocket-Pfeile durch. Ja. Dann kann man auf jeden Fall so beenden. Da brauchst du noch einmal Pfeile. Sehr, sehr stark. Holy shit. Also gegen Packer ist es schwierig, aber das ist so, dass du den da so fertig machst. Ist ein perfektes Matchup. Was denkt der sich denn? sehr, sehr krass. Also ich habe einen Gegner, ja. Das stimmt, ganz, ganz doll. Da gibt es ganz viele Streamer, die, wenn sie competitive spielen, Kopfhörer reinmachen und gar nicht reden. Das war nochmal ein ganz anderes Szenario. Das wäre so ein Kandidat, der geht minus 40. Wie viel Bukal hat der? Okay, der ist schon zu 100. Minus 40 tut im Duell natürlich schon weh. Welche Clan ist der? What? Ich habe es gerade überhaupt nicht gecheckt. Ich dachte, WTF, aber gut. Bei Didin Level 6. Was ist das denn? Man kennt sie. Aber ich guck schon, was er spielt. Er spielt Banditen Spiegel. Okay. Das ist halt echt. Das ist krass. Das ist krass. Aber das ist im ersten Push schon mal schön Damage gemacht. Ich denke, er spielt drei Muskis mit Spiegel. Ach, der Eisgolem ist ja nicht so stark. Oh, es gibt so viele Klasse. Oh, Banditin, wunderbar, greift den Eisgolem an. Wie viel Hits kriegt der Schweinereiter da wieder raus? Der Turm ist down, glaube ich. Er spiegelt's wieder. Jetzt kann ich also ein Doppel-Banditin hier auf einen zukommen mit Level 6. Schon bedrohlich. Wunderbare Skelette. Ja. Ah, Sepp da weg. Eisgeist rübergezogen. Alter. What? Minions. Was zur Hölle war das? Da war, ja, genau. Da war ja mehr Glück dabei als Verstand. Heftig. Die sind, also das Problem ist, wenn der Bandit einmal im Charge ist, dann hat man damit so Probleme. Ja, ja.
Das stimmt. Gerade bei der Entsendungsdauer, wenn man da so ein bisschen Schwierigkeit mit dem Ping oder ja, so hat, das kann maximal frustrierend sein. Er wird ziemlich sicher Minions spielen. Oh, genial. Wie viele Hits wären das? Wenn das sogar. Nein, es wären nee, nee. Drei. Drei, alles gut. Alter, diese Doppelbanditin, das scheint ja echt zu funktionieren, das wäre ja nicht so hoch damit. Ja, mit 5er Legendary. Die sind nicht im Charge, die gehen da richtig down. Die sind halt nur im Charge-OP. Wenn man direkt die Karten da reinpackt, dann läuft das. Ist auch sehr ungewohnt. Ich sag mal, du weißt, gegen, wie du gegen jedes Meta-Deck spielst. Und auf einmal spielst du gegen Doppelbanditin mit dem Spiegel. Das Problem ist halt, er wird jetzt seine drei Muskeln spiegeln. Das heißt, jetzt muss gecycelt werden. Aber ist teuer. Das ist richtig teuer. Ich spiegel sie doch nicht. Spiegelt sie nicht? Okay. Ich meine, du hättest so schnell cyclen können. Das wäre für dich jetzt nicht das größte Problem gewesen, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es wäre okay gewesen. Oh. Highschool nochmal dazu. Du krass, Niklas. Die machen halt richtig Schaden. So eine Banditin 6, darf man nicht unterschätzen. Na schade, ich dachte, da kommen seine drei Muskis. Eisgeist killt den Turm. Für ein Elixier läuft auf jeden Fall. Er spielt ein Eisgolem, das ist gut für mich. Warum spiegelt er die drei Musketiere nicht? Ich denke, das ist die Taktik bei seinem Deck. Nee, Double, er versucht, mit einem Musketier auf einer Seite durchzukommen und dann zu spiegeln. Ja. Okay. Okay. Oh, krasser Zug rechts, auf. Rechts. Holy Fuck. Shit. Er holt dich. What? Oh mein Gott, also. Er holt mich nicht. Oh, verdammt, das Deck in den letzten Sekunden ist er noch übel zurückgeschlagen. Ja, plus 20. Plus 20 Trophäen ist natürlich sehr ärgerlich, aber Chef wurde jetzt verloren, er hätte so minus 40 gemacht. Wie unterschiedlich also die Meta da ist. Gegen eine Sentry, der ist nochmal über mir. Ich glaube, das ist der Sparky-Spieler. Ja, das ist doch der mit Double Minion, der gegen St. Pelican und Team Royal gewonnen hat. Wenn nicht Sparky, Giant Minion, Double Minion oder so? Das. Nee, Hawk Double Minion. Hawk Double Minion. Okay. Wir gucken. Mal gucken, was er reinhaut. Freeze oder so? Ja, Freeze mit Pfeile. Also wenn er das ist. Wie heißt der nochmal? Er spielt Giant. Giant Minion Horde. Ja, er spielt Sparky mit Giant Double Minion, ja, Zap und Pfeile. Ja, das und ist der Sparky-Spieler. Das ist okay. Also zwei. Sparky, er hat wie bist ein du gegen den Sparky? Ein sehr gutes Matchup. Ich habe nichts zum Resetten vom Sparky. Stimmt. Und keine Rockets. Er hat ein gutes Match. Gut, eine Defense hast du natürlich Eisgeist und Skelette. Ja, aber wenn er halt offensiv. Aber in der Offensive gegen den Schweinereiter halt gar nichts, ne? Um den Schweinereiter da irgendwie noch zu protecten. Na, du wolltest jetzt Sparky predicten. Schon wieder Double Minion. Ihr spielt ja den ganzen Tag gegen Double Minions. Okay. Eigentlich bin ich recht gut gegen Double Minion. Ja. Aber wenn dann halt noch Eisgolem und Mundpacker ist. Dann ist Ende, das stimmt. Sein Deck ist brutal, also das ist der einzige Typ, also der einzige, der mich mit Sparky schlägt. Also, der Typ ist brutal mit Sparky. Alter, das finde ich auch geil, einfach ein Sparky Top. Der einzige mit Surgic, der hat mich auch schon mit Sparky geschlagen. Holy shit. Ich hab verloren. Jetzt kommt, obwohl er spielt in den Ice Golem rein, das könnte ganz gut sein für mich. Ja, das ist gut für mich. Ich dachte, er bringt noch einen Giant davor, dann hätte ich sehr große Probleme gehabt. Oder hat er nicht gemacht, jetzt kann ich die Video. Nichtsdestotrotz hat er natürlich noch zwei Pumpen. Jetzt wird der erste Sparky gespielt. Ich bin gespannt. Sparky Pro Player. Ja, der ist wirklich brutal mit Sparky. Klingt wie ein Scherz, aber. Ja, das ist halt echt so. Was laber ich hier? Sparky Pro Player, aber es stimmt einfach. Ja, ich glaube, es gibt sogar noch einen besseren. Echt? Ja, der ist mit einem 3er Sparky, war der. Es war auch recht hoch. Am Anfang der Season halt nur. Jetzt weiß ich nicht, wo er ist. Doppelmusketiere, Sparky kriegt keinen Hit raus. Glück! Obwohl, ja, jetzt gerade das Sparky halt Volume. Die Skelette kommen noch früh genug an. Ah, oh, er packt noch den Riesen davor. Das ist ja richtig. Das ist ja richtig übel. Ich glaube, es wird ein Draw. Ich glaube, es wird ein Boost. Oder? Oh, Ice Golem ist ein bisschen. Jetzt ist es surrounden müssen. Das geht noch. Yes! Der haut jetzt hier ja die Sparkys um die Ohren. Der hätte zwei Elixierpumpen gehabt. Da ist er im Vorsprung. Sparky Cycle, wie das schon anhört. Denkt halt echt wie ein schlechter Scherz. Oh Gott, wie viele Minions der auch hat. Ja, das tut echt weh. Ice Golem, Ice Geist Comp. Oh, ist das aber sehr gut. Oh, lol. Jetzt hat er dich. Da krieg ich einen Hit raus.
Oh, jetzt predicted er noch. Er ist echt krasser Spieler. Sieg predicted. Oh. Ja, Ritter davor. Alter! Alter, krass. 12 AP. Er predicted wieder mit Horde. Jetzt kommt wieder eine Minion-Horde und dann ist das Game vorbei. Hat er so stark gespielt. Ja. Obwohl. Warte. Ist gewonnen. Oh mein Gott. Was? Was ein Luck. Nein. Alter Schwede. Was war das denn? War gar nicht knapp. Das war ein ganz. Ich kann's nicht fassen. Ich sag, der hat schon auf die Karte aus dem Zauber geklickt. Ich bin TV Royal gekommen mit gegen das Sparky Deck. Echt? Ja. Alter. Glückwunsch. Holy shit. Das war. Oh, könnte. Lock. Ja, okay, jetzt konzentriere ich mich mal. Oh, was? Der ist connected? Mhm. Ja, das ist dann schon Good Game eigentlich. So schnell ist es Good Game? Ja, er hat nichts. Ja, das du hast gewonnen. GG. So. Ja, was macht der? Die Lobby hat schon aufgegeben. Ja. So schnell geht das hier? Vielleicht hat er Disconnect. Oder er hat Lex, kann auch sein. Ja. Das ist ja, schade. Auf jeden Fall ist er sauer, so viel können wir feststellen. Ja, dadurch, dass der Entferner so spielt, ich kann mir vorstellen, dass er Lex hat, aber. Ja, vielleicht auch ein bisschen. Alles. Ja, keine Ahnung. Soll ich dann nochmal, keine Ahnung, sollen wir das dann nicht zählen oder so? Ach Quatsch, das zählen wir, natürlich. Das zählt, das gehört dazu. Wenn ihr selber ein Disconnect habt oder einen Bug oder so, zählt das. Und wenn der Gegner ein Disconnect oder einen Bug hat, zählt das. Also. Ja, so ist halt ein bisschen langweilig. Weil sie hat sich schon vorentschieden. Ja, gut, aber wie gesagt, meine Gegner treffen mit den Rockets nichts. Daher haben Disconnect. Hat sich entsprechend nichts genommen vom. Im Endeffekt blamieren sie sich nur mehr mit den Rockets. Oh, ich finde es mal so episch, wenn der Mine noch einen letzten Hit rausbekommt. Ja, dann, das ist echt nice. Jeder dann so stirbt und man sieht dann. Ja, wenn auch ein Feuerball drauf landet, überall ist Rauch und auf einmal sieht man noch den Schuss rauskommen. Das ist auf jeden Fall eine nice Sache. Das ist echt nice. Und jetzt aber nicht Princess. Ich will jetzt nicht die Predikten. Hat er schon auch. Nee. Trifft er den Ritter? Nö. Nee. Ja, das geht auch klar. Ja, das. Habe ich Eisgeist predikt? Nee, schade. Oh, das macht er gut. Das hat er gut gemacht. Aber es ist vorentschieden. Bogenschütze ist aber dran. Oh, nee, jetzt kann er nicht mehr. Schade. Na, ja, das ist halt sicher durch, ne? Das zeige ich dann gleich noch. Die Zauber, wenn es notwendig wird. Ja, er hat es gewonnen. Wenn's predicts, komm. Ist Minenwerfer der stärkste Counter gegen Lockbait? Ich glaube schon. Okay, krass. Das ist halt ein ganz anderes Deck, ne? Ich wusste gar nicht, dass es so hard Counter gibt gegen Lockbait. Gut, das Game war jetzt irgendwie ärgerlich, weiß nicht, ob er am Anfang Lags hatte oder sonst irgendwas. Ja, das ist echt schade. Ja, da ist der Hit, die Rakete kommt und das ist dann sicher durch, der kann nichts machen. Okay, geht auch klar. Hier machst du jetzt 3 Fights in der Stadt nach 2 oder wie machen wir das? Ich spiel gegen X-Bow. Wo spielt schon? Der spielt X-Bogen. Trainer Chris ist nein. Ja, ich kenn den. Ist ja interessant, das wir haben ja heute schon sehr viele verrückte Matchups. Das ist mit Turtwig Data der beste X-Bow-Spieler. Ich denke, jetzt spielt 2.8 X-Bow. Oder ja, wahrscheinlich mit Mega Minion. Oder spielst du den Inferno? Es kann ich mir bei. Oh, warte, er spielt auf Cycle. Oder er spielt das gleiche Deck wie du. Das ist neu. Ende der Season wird er dann wahrscheinlich wieder X-Bow spielen. Hat er letzte Season auch Top 100 mitgefinisht, glaube ich. Das wäre interessant, wenn das jetzt hier ein Mirror Matchup ist. Ist es, glaube ich. Ist es, glaube ich, ja. Oh, Eisgeist. Ja, der Eisgeist, um seinen zu blocken und dann auf den Hock einzuführen. Ja, fantastisch. Also für halt, ein Elixier, so wie viel man da rausholen kann, das ist einfach genial. Es spielen sau viele Leute Eisgeist und das ist halt einfach ein Spielzug, den muss man halt einfach wissen, wenn man Eisgeist spielt, dass man das halt so spielt. Also der Trainer Chris ist auch ein verdammt guter Spieler, ne? Ja, der ist brutal. Aber ich weiß nicht, wie gut er mit Tock ist. Das ist auch mal so eine Sache, stimmt.
Man muss ja noch sagen, dass Niklas eigentlich eher der Competitive-Spieler ist. Mhm. Stimmt. Ja, bei den Eiskits lasse ich durch. Yep. Ist halt das Wenn man sagt, Niklas ist Competitive-Spieler, das Spiel hast du aber trotzdem den Schwerpunkt auf Schweinereiter, ne? Nein, gar nicht. Nee? Also, ich habe momentan meine 6 Decks, die ich spiele. Und die spiele ich. 6 Decks, die du regelmäßig spielst und trainierst und auf Turnierstandard spielen kannst? Es gibt halt 6 Decks, die trainiere ich, und dann gibt es halt noch so 5-6 andere, die kann ich halt in- und auswendig und brauchst du das ja nicht mehr. Holy shit, das ist ja okay. Es kommt halt alles mit der Zeit. Ich spiele halt wirklich viel competitive. Zum Beispiel hat er auch gestern 3-0 gegen Spanien gespielt. Ich wurde jetzt gerade in Stream von dem zweitbesten spanischen Team angeschrieben, ob ich den joinen will für Geld und so. Alter. Mal gucken, Leute, ich denke nicht, dass ich das mache. Ich denke nicht, dass ich das mache. Ja, ich hatte nur mitbekommen, dass du deinen Account mal irgendwie verkaufen möchtest. Da dachte ich, du hörst auf, aber du würdest dann nur mit dem Account aufhören, aber in der E-Sport-Szene noch weitermachen. Ja, wenn ich das mache, dann. Wenn ja, ja, okay. Nur mit dem Nova-Account, oder? Oh, Leute, der Schweinereiter war da noch. Oh mein Gott, der Predict. Aber. Bringt nichts. Das Mirror-Match ist halt echt übel, ne? Ja, du kannst den Panischen einfach mit Feuerwehr. Meine Güte, seid ihr stark in der Defense. Da werden ja gefühlt nur noch Feuerbälle rüber geschmissen. Ja, aber, ich werde auch jetzt nur noch Feuerbälle rüber geschmissen. Niklas wird gewinnen. Ich werde jetzt auch nur noch Feuerbälle rüber geschmissen. Hast du überhaupt schon einen Fehler gemacht? Weiß nicht, keine Ahnung, was ich meine. Oh mein Gott, Eisgeist kriegt noch, dadurch kriegt die Kanone noch nicht raus. Noch ein weiterer Feuerball kommt. Musketieren ist vor dem Eisgolem. Eisgeist bringt da auch nichts. Ich sehe noch ein Holz und ein Feuerball, ich denke, ich habe. Oh, hast du. Alter, Mirror Matchup halt gegen Trainer Chris und du hast ihn einfach, ihr habt halt echt genau das gleiche, du hast ihn halt gut zerstört, ne? Ich habe halt nur Feuerbälle geschmissen und das Ding ist, er hat mir halt 4 oder 5 Musketiere gegeben, wodurch ich halt immer sozusagen 4 gegen 4 Trade gehabt habe. Ja. Und das war halt einfach, ich habe ihm glaube ich ein Musketier gegeben, was er mit dem Feuerball treffen konnte, er mir 4 oder 5. Ja. Dadurch habe ich die Feuerbälle geworfen und er nicht. Schau dir an, was der Chat schreibt, die sind total begeistert. Platz 55, Alter, was für eine Winning-Streak, wie kann man denn so schnell hochkommen, damit hätte ich nicht gerechnet. Sehr viele Decks, wir haben es ja gesehen, die sehr, sehr stark dagegen waren, gegen dein Deck. Jetzt sind nur, ich sag mal 60 Plätze aufgestiegen. Das ist jetzt nicht so viel. Am Anfang ging es halt richtig runter. Da waren aber ein paar sehr interessante Games dabei, woraus man viel lernen kann. Ich würde dich gerne auch nochmal irgendwann in den Stream nochmal einladen demnächst. Und dass wir da vermehrt auf die Tipps eingehen, die man mit dem Minenwerfer braucht. Wir haben halt die Defenses jeweils gesehen gegen die Schweinereiter. Das war auf jeden Fall krass. Ich meine, so ein Free-to-Play-Deck ist halt für fast jeden Zuschauer was. Viele haben es sich gewünscht. Heute haben wir schon mal gesehen, lief noch nicht ganz so gut. Viel besser lief es natürlich bei Niklas, der da einfach. Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, so viel Pech wie du bei den Matchups hattest Niklas Glück mit den Matchups oder auch mit den Gegnern. Am Anfang haben wir die zwei Gegner die Raketen nicht getroffen. Aber auch verdammt gut gespielt, fehlerlos. Stundenlang muss das ein einzelnes Musketier verteidigt und damit so heftig in einen Elixiervorsprung geraten. Machen. Ja, sehr, sehr krass. Damit hat Niklas das Ding gewonnen. Das war. Gut, das ist, wenn du dann ein bisschen bessere Matchups gehabt hättest, ist es halt übel. Dann kann man auch nicht rechnen, dass der jetzt hier so krass abgeräumt hat. Glückwunsch dafür, das geht an dich. 2 Super Magical Chests lasse ich dir zukommen, plus Werbeeinnahmen, plus die Zuschauerspenden.